Brüssel. Hier wimmelt es von europäischen Behörden. Diese ist neu. Es ist die übernationale Vereinigung der Sicherheitsorgane der europäischen Staaten. Europol. Die Unterwelt kennt längst keine Grenzen mehr. Und entwickelt ständig neue Methoden. Leider. So kommt es immer wieder zu Verbrechen, gegen die die üblichen Methoden der Polizei nicht die rechten Mittel sind. Für solche Fälle hat sich Europol nicht gerade alltägliche Mitarbeiter herangezogen. Unkonventionelle Mitarbeiter mit unkonventionellen Methoden. Zum Beispiel uns. Biggie. Conny. Und unser Boss ist eine Dame. Sie heißt Sir. S wie Sicherheit. I wie Information. R wie Recht. Zur Sache. Dr. Melgerin in Amsterdam, Dr. Hulot in Brüssel und Professor Mangini in Mailand sind Psychoanalytiker von wissenschaftlichem Ruf. Plötzlich ereignet sich unter ihren Patienten eine ganze Reihenfolge von Selbstmorden. Ja, bitte. Wie bitte? Ich meine, wenn man verzweifelt ist, soll man nicht unbedingt zu so einem Gehirnorthopäden gehen. Der macht einen noch mehr verrückt und am Ende bringt man sich um. Ach, Unsinn, Vicky. Menschen, die zu einem Psychotherapeuten gehen, erwarten von ihm genauso Hilfe wie physisch Kranke von ihrem Arzt. Analyse dauert lange, manchmal jahrelang, aber Selbstmord ist etwas ganz Außergewöhnliches. Und hier haben wir eine ganze Reihenfolge von Selbstmorden. Die Folge ist, dass der Ruf der Ärzte ruiniert ist und alle drei ihre Praxis schließen mussten. Und was meint die Polizei dazu? Die meint zuerst, die behandelnden Ärzte verdächtigen zu müssen. Durchaus logisch, würde ich wahrscheinlich auch tun. Leider sind die Herren inzwischen tot. Auch Selbstmord? Ja. Darüber hinaus hat diese seltsame Epidemie inzwischen auf die Praxis des Dr. Sawatzki übergegriffen. Hier in München. Da können Sie sagen, was Sie wollen, Sir. Freiwillig lege ich mich nicht auf so ein Seelensofa. Brauchst du auch nicht. Nur beruflich. Du bist für morgen bei Dr. Sawatzki als Patientin angemeldet. Natürlich. Und Conny? Die wird sich inzwischen um Thomas Beimer kümmern müssen. Der Schauspieler. Ja. Und Erbe des beachtlichen Vermögens seiner Frau. Ruth Beimer war Patientin bei Dr. Sawatzki. Sie sprang aus dem 6. Stock. Danke. Wir hatten Föhn. Es gab eine Auseinandersetzung. Da draußen war Dieter. Ich war furchtbar erregt. Ein Wort gab das andere. Und dann schloss Ruth die Tür zwischen uns und ging. Ich habe den Balkon seitdem nicht mehr betreten. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Ruth hat mir erzählt, dass sie eine so reizende alte Freundin hatte. Wir haben uns lange nicht gesehen und seit ich nicht mehr in München bin, haben wir uns aus den Augen verloren. Ah ja. Können Sie sich noch an Ihre Lieblingskatze erinnern? Ja. Wissen Sie noch, wie sie hieß? Oh, das war das Einzige, was uns trennte. Ich konnte Katzen nicht ausstehen. Wieso nicht? Sie fressen Vögel. Ah, dabei haben Sie durchaus ein bisschen Ähnlichkeit mit einer Katze. Das ist nicht sehr schmeichelhaft für mich. Oh, ich bin überzeugt davon, dass Sie imstande sind, jemanden mit Haut und Haaren zu verspeisen. Eine schöne Tasche. Ja, sie ist wunderschön. Ich habe sie Ruth zu unserem 10. Hochzeitstag geschenkt. Sie hat sie seitdem immer wieder benutzt. Ich habe Ruth unendlich geliebt. Seit wann ist denn das in Ihr Bewusstsein gedrungen, diese Abneigung gegen jegliche Berührung durch das andere Geschlecht? Auch schon immer eigentlich. Ich meine nicht ins Bewusstsein, weil es ja niemals das andere Geschlecht gab, da wo ich war. Ihren Vater haben Sie gar nicht gekannt, oder? Nein. Und in der Schule?
Da gab es nur Lehrerinnen. Aber da gab es doch auch Jungs. Die haben sich nicht für mich interessiert. Eigentlich merkwürdig. Herr Doktor, glauben Sie, dass Sie mir helfen können? Nein, das glaube ich nicht. Warum nicht? Sie haben doch meiner Tante versprochen, dass ich... Ich habe nichts zugesagt. Ich habe lediglich gesagt, dass ich sie mir ansehen werde. Na und? Ich kann sie nicht behandeln. Es tut mir leid. Ich werde meine Praxis aufgeben. Und wissen Sie, was das Schlimmste ist? Sie muss das alles geplant haben. Sie hat mir einen Brief geschrieben. Geliebter Thomas, ich bin zu schwach für dieses Leben. Ich kann das alles nicht mehr ertragen. Ich bin deiner und der Menschen unwürdig. Ich gehe. Sollte ich dir Schmerz zufügen, verzeih mir auf ewig deine Wut. Wie sie auf dem Pflaster lag, das Gesicht dem Himmel zugewandt, wie Ophelia. Ich werde diesen Anblick nie vergessen. Es ist sehr spät, Herr Ballmer. Bitte? Ach, Katzen müssen schlafen gehen. Katzen nicht, das sind Nachttiere. Ich rechne mich nicht dazu. Schade. Was machen Sie denn hier? Ich liege in Ihrem Bett. Das sehe ich. Wie sind Sie denn hier reingekommen? Herr Doktor, als ich neulich bei Ihnen war, da ist mir plötzlich klar geworden, dass Sie, ich meine, dass Sie der einzige Mensch sind vom anderen Geschlecht, der, vor dem ich keine Angst hätte. Ziehen Sie sich an und fahren Sie nach Hause zu Ihrer Tante. Sie mögen bloß Dicke, hm? Hier. Da können Sie hingehen. Da werden Sie im Schnellverfahren von Ihrem Komplex geheilt. Dankeschön. Würden Sie sich bitte umdrehen? Ein Stück Papier, was soll das? Sir, der Mann hat einen psychischen Defekt, falls das ausreicht. Er empfiehlt mir eine Eilanalyse und als ich nach der Adresse gucke, steht nichts drauf auf dem Wisch. Was ist das für ein Wisch? Der gehört zum Inhalt der Handtasche von Ruth Ballmer. Sehr interessant. Sehen sich sehr ähnlich, finde ich. Das fanden wir auch, Sir. Weißes Papier sieht sich immer ähnlich, oder? Ah, und ihr meint, das ist nicht durchaus weiß. Mhm. Möglich. Dürften wir mal Ihre Giftküche benutzen? Hier, mach du das. Gib mir mal Tri 12. Negativ. Dreh doch mal um. Mhm. Ja, also. Gibt's was? Unsichtbare Tinte. Erinnert mich an meine Schulzeit. Ja, ja, dein Gedächtnis war schon immer gut. Oh. Willst du behaupten, dass du dich an deine Zwergschule nicht mehr erinnerst? Nun, lass doch, was steht auf dem Wisch?
Das Institut Syrakus gibt sich die Ehre, Sie zu einem Psychotest einzuladen. In nur einer Sitzung leistet unser Computer die Arbeit, zu der ein qualifizierter Analytiker Monate braucht. Unterziehen Sie sich einem Probetest, Sie werden begeistert sein. Das werden wir noch mal sehen. Wer wird was sehen? Hier haben wir ein Institut, das vorgibt, sich mit Psychoanalyse zu beschäftigen. Ein Institut, das Einladungen an die Patienten konkurrierender Ärzte schickt und sich möglicherweise an die Ärzte selbst wendet. Ein solches Institut sollte man sich etwas näher ansehen. Zumal sich die Einladungen nach kurzer Zeit in nichts auflösen. Was meint ihr dazu? Okay, Sir. Und wer ist dran mit dem näher ansehen? Du, mein Kind. Du wirst im Institut Syrakus deine Psyche testen lassen. Weißt du überhaupt, was das ist? Psyche. Aus dem Griechischen Hauch, Atem, Seele. In der Antike die Verkörperung der Seele als kleines, geflügeltes Wesen. In der hellenistisch-römischen Zeit als zarte Mädchengestalt mit Schmetterlingsflügeln. Geliebte des Amor. Donnerwetter. Habe ich in meiner Zwergschule gelernt. Ach, lass doch ein bisschen. Stellt lieber fest, welche Verbindungen zwischen Dr. Sawatzki und diesem ominösen Institut bestehen. Conny, das übernimmst du. Hast du einen Schimmer, wie ich an den Sawatzki rankomme? Sawatzki, der ist bescheuert. An den kommst du überhaupt nicht ran. Dem bist du viel zu mager. Ich will ja nicht mit ihm ins Bett. Ich meine nur, in welcher Rolle soll ich da? Nur ganz einfach, als Freundin der Verblichenen. Aber sag mir lieber, was fange ich mit dem Computer an? Ich würde abwarten, was der mit dir anfängt. Kannst du mich mitnehmen? Ja, komm, steig ein. Es tut mir leid, gnädige Frau. Ich bin nicht gewillt, mir weiterhin Ihre Unterstellungen anzuhören. Ich glaube, wir verstehen uns. Ich glaube nicht, dass wir uns verstanden haben. Es ist nämlich anzunehmen, dass der Tod meiner Freundin mit dem Besuch des Instituts zusammenhängt. Zum Donnerwetter! Ich habe Frau Wallmer nicht in dieses blödsinnige Institut geschickt. Unter Umständen kann ich den Beweis antreten, dass Sie einer jungen Dame eine Einladung des Instituts Syrakus vermittelt haben. Was soll das heißen, unter Umständen? Das soll heißen, falls es zu einem neuen Selbstmord kommen sollte, sind Sie mitschuldig, Herr Dr. Sawatzki. Was denn, sollst du dich jetzt auch nur testen lassen? Quatsch. Rat mal, wer da drin ist. Unser allseits verehrter Dr. Sawatzki. Du bist ja einsame Klasse. Tja, ich halte den Mann schon lange für verdächtig. Ich dachte, du hältst den Mann für bescheuert. Vielleicht ist er das Hirn des Computers. Mensch, Biggie, du siehst mich sprachlos. Hoffentlich hält's an. Sind Sie angemeldet? Ja, natürlich. Dann bitte warten Sie. Können so etwas Kompliziertes wie die menschliche Seele analysieren. Abgesehen davon finde ich es geradezu eine Unverschämtheit, sich an meine Patienten heranzumachen. Ihre Patienten sind freiwillig zu mir gekommen, Doktor. Freiwillig? Auch Sie sind freiwillig zu mir gekommen, lieber Doktor. Sie wissen, was für furchtbare Folgen die Einmischung eines Dritten in eine eben begonnene Analyse haben kann. Ich würde Sie so gerne von der Harmlosigkeit meines Computers überzeugen. Nein. Er ist beinahe ein Spielzeug. Aber manchmal ruft er interessante Dinge in unser Bewusstsein zurück. Sie werden mich nicht überzeugen können. Dinge, die man beinahe vergessen hat. Kommen Sie, Doktor. Wir machen einen Probetest. Kommen Sie! Bitte?
Adam Syrakus war ein Genie, Herr Dr. Sawatzki. Er war der größte Psychiater dieses Jahrhunderts. Ich kenne ihn nicht. Oh, Sie werden sich erinnern, lieber Doktor. Der Kongress für Psychiatrie anno 64 in Zürich. Sie waren doch dabei, nicht wahr? Adam hätte euch aus eurer analytischen Sackgasse herausführen können. Er hätte die Psychiatrie vom Kopf auf die Füße stellen können, wenn ihr auf ihn gehört hättet. Aber ihr habt ihn ausgelacht. Einen Scharlatan habt ihr ihn genannt. Einen Verführer. Ich habe niemanden ausgelacht. Er hat eure Verachtung nicht ertragen, eure Ignoranz. Nach dem Kongress hat er sich umgebracht. Das tut mir leid, sehr. Dazu ist es jetzt zu spät, lieber Doktor. Auch Sie werden sich umbringen. Schauen Sie mich an. Sie werden jetzt in Ihre Wohnung zurückgehen, Herr Dr. Sawatzki. Sie finden in Ihrer Jacketttasche diese Pistole. Sie ist geladen. Sie werden sich erschießen. Haben Sie das mit Absicht gemacht? Nein, ich bin gegengestoßen, tut mir leid. Das macht nichts, ich konnte die Vase sowieso nicht leiden. Gott sei Dank. Sind Sie als Patientin zu mir gekommen? Nein, ich bin nicht direkt da. Tja, wenn wir uns unterhalten wollen, dann müssen Sie schon von diesem Podest heruntersteigen. Ja, aber... Bitte. Ich bin nicht müde. Doch, Kind. Setzen Sie sich. Ihre Glieder sind schwer wie Blei. Ihre Arme sind ganz schwer. Ich will keinen Computertest. Aber Kindchen, wir machen doch keinen Computertest. Sie wollen schlafen? Nein. Wer wird sich denn so anstrengen? Ist doch ganz sinnlos. Sich aufgeben, fallen lassen, sich ganz aufgeben, sie schlafen. So, und jetzt schauen Sie mich an und beantworten mir zunächst einige Fragen. Ist er tot? Nein, aber schwer verletzt. Er muss sofort ins Krankenhaus. Ich werde alles veranlassen. Du kümmerst dich bitte sofort um Biggie. Sofort, sag ich. Okay, Sir. Biggies Wagen ist weg, Sir. Ja, ja, ich weiß. Irgendetwas stimmt da nicht. Versuch sie anzupeilen. Ja, okay. Ich habe
Taxi, Sir. Ja, los, worauf wartest du noch? Recht, Conny. Du musst dich weiter nördlich halten. Da bist, Biggie. Wie lange musst du denn das Päckchen noch tragen? Ach, nur ein paar Tage. Was wollte ich eigentlich auf den Gleisen? Du wolltest dich umbringen. Ach, bin doch nicht verrückt. Doch, Biggie, du warst verrückt. Genauer gesagt unter Hypnose. Ein posthypnotischer Auftrag. Warum hast du mich nicht aus dem Wagen gezogen? Das wollte ich ja, aber deine Hände waren ums Lenkrad gekrampft. Ach, gibt's doch gar nicht. Doch, doch. Madame Syracuse war ein Genie auf ihrem Gebiet. Sie hätte um meine Haare noch die beiden Polizisten auf die Couch gebracht. Ja, apropos. Und Ihr Computer? War eine Attrappe. Selbstkostenpreis 300 Mark. Übrigens, Biggie, ehe ich es vergesse, Dr. Sawatzki hat sich nach dir erkundigt. Nach seiner Genesung will er dir eine Gratisbehandlung zukommen lassen. Er will dich psychisch wieder fit machen. Psychisch war ich immer fit. Du musst ihm eine Rolle vorgespielt haben, die ihn daran zweifeln ließ. Jedenfalls war er riesig nett zu mir. Also bezüglich Dr. Sawatzki schlägt dein Gefühlsleben ein Salto nach dem anderen. Erst hältst du ihn für bekloppt, dann für gefährlich und jetzt findest du ihn plötzlich riesig nett. Das ist doch wohl meine Sache, oder? Oh.